Jede Fernsehserie muss irgendwann zu Ende gehen. Manche enden aus eigenem Antrieb der Macher, noch mehr werden von dem Sender, der sie ausstrahlt, abgesetzt. Hier sind einige der traurigsten Gründe, aus denen TV-Serien ihr Ende fanden. Covid-19 setzte dem Showbusiness und dem Rest der Welt ein annähernd vollständiges Ende. Fast jede Fernseh- und Filmproduktion kam zum Stillstand. Viele Projekte wurden nach hinten verschoben und mindestens ein Projekt wurde mitten in der Produktion gestrichen. Die Netflix-Wrestling-Dramedy, GLOW. Obwohl die Serie mehrere ungelöste Handlungsstränge enthielt, wurde sie wegen der einzigartigen Umstände, die sie mit sich brachte, abgesetzt. GLOW befand sich 3 Wochen vor Beginn der Dreharbeiten zu seiner 4. Staffel, als sich im März 2020 die Welt veränderte. Netflix verbrachte die nächsten 7 Monate damit, einen sicheren Weg zur Wiederaufnahme der Produktion zu finden. Aber die besonderen Umstände waren zu schwierig, um sie zu überwinden. Die Serie wurde in Los Angeles gedreht, einem Covid-Hotspot schlechthin. Noch schlimmer war, dass der Kern der Show Wrestling war. Eine Aktivität, die Körperkontakt und schweres Atmen auf engem Raum erfordert. Kombiniert man all dies mit der Tatsache, dass es sich bei der Serie um ein hochbudgetiertes Ensemble mit etwa 20 Hauptdarstellern handelt, konnte Netflix einfach keinen Weg finden, um die Serie sicher zu machen. Deadline verkündete die unvermeidliche Nachricht am 5. Oktober 2020. Netflix hat GLOW gecancelt. Die Serienschöpferinnen Liz Flahive und Carly Mensch teilten mit: Covid hat echte Menschen getötet. Das ist eine nationale Tragödie und sollte unser Fokus sein. Außerdem hat Covid offensichtlich unsere Serie abgesetzt. Glücklicherweise gibt es keine Berichte darüber, dass sich jemand, der an der Produktion beteiligt war, mit Covid angesteckt hat. Und alle Stammbesetzungen der Serie wurden vollständig bezahlt. Die Darsteller haben inzwischen ihr Interesse an einem Kinofilm bekundet, um die Geschichte zu Ende zu bringen. Robert Schimmels Leben war mehr Tragödie als Comedy, bis zu seinem Tod bei einem Autounfall im Jahre 2010. Eine dieser Tragödien war die Geschichte um seine geplante Sitcom Schimmel und wie sie nie über den Pilotfilm hinauskam. 1999 unterschrieb Schimmel bei 20th Century Fox, um seine Sitcom zu drehen. Mike Scully, ausführender Produzent der Simpsons, sollte daran mitwirken. Es wurde ein Pilotfilm gedreht, in dem eine sehr junge Brie Larson seine Tochter spielte und im Jahr 2000 von Fox Network übernommen. Nur wenige Tage nach der Ankündigung wurde bei Schimmel ein Non-Hodgkin-Lymphom diagnostiziert, das ihm noch 6 Monate Lebenszeit bescherte. Die Produktion seiner Sitcom wurde während der Behandlung gestoppt und er konnte sich vollständig erholen. Variety berichtete im Januar 2001, dass die Produktion wieder aufgenommen werden sollte. Aber der Sender stellte sie ein, nachdem der Zeitplan etwas zu eng geworden war. Die Eröffnungssequenz des Pilotfilms tauchte 2006 auf YouTube auf. Außerdem postete Schimmel im August 2010 einige Outtakes auf seiner Facebook-Seite. FriendMe wurde Anfang 2012 angekündigt und sollte sich um 2 Freunde handeln, die von Indiana nach Los Angeles ziehen, um bei Groupon zu arbeiten. Wie sie auf den Titel der Serie für Charaktere aus dieser Branche kamen, bleibt ein Rätsel. Für die Hauptrolle war Christopher Mintz Plus vorgesehen. Ja, McLovin. I am McLovin. Ebenfalls dabei war Nicholas Brown. Er sollte unbedingt in die neue Stadt hinausziehen, während der andere ein Stubenhocker bleiben und seine Wurzeln im Mittleren Westen bewahren wollte. Leider wurde die Serie aufgrund einer Tragödie im wahren Leben nie ausgestrahlt. FriendMe wurde von Alan Kirschenbaum mitentwickelt, einem erfahrenen Fernsehautor, der vor allem als Schöpfer von Yes, Dear bekannt wurde. Im Oktober 2012 wurde Kirschenbaum tot in seinem Haus aufgefunden, vermutlich durch Selbstmord. Dies führte unter anderem dazu, dass die Show, die noch nicht gestartet war, in der Schwebe hing. Nach monatelangen Verzögerungen und Ungewissheit bestätigte der damalige CBS-Präsident Les Moonves auf der TCA-Presseveranstaltung im August 2013, dass es keine Pläne für die Ausstrahlung oder den Abbruch der Folgen gebe. Die Serie ist also bis heute nicht ausgestrahlt worden. Nur wenige Doctor Who-Spin-offs waren so langlebig wie The Sarah Jane Adventures. Die Investigativjournalistin Sarah Jane Smith, gespielt von Elizabeth Sladen, war eine der am längsten bestehenden Figuren im Fernsehen. Umso beeindruckender war es, dass sie aus einer Serie kam, die ganz im Zeichen des Wandels stand. Die Serie The Sarah Jane Adventures richtete sich an ein junges Publikum und begleitete Sarah Jane auf ihren investigativen Reisen zu Außerirdischen. I saw amazing things out there in space. Die Serie war ein großer Erfolg und wurde durch das Einzige gestoppt, was sie hätte stoppen können: Sladens Tod. Der Produzent Brian Minchin erklärte 2016 gegenüber dem Doctor Who Magazine, dass der BBC die Serie sehr gut gefiel und sie mit einer weiteren Staffel nach dem Ende der aktuellen Serie rechnete. Dann, Anfang 2011, rief Sladen den Produzenten Russell T. Davies an und teilte ihm mit, dass sie Krebs habe und nicht mehr lange zu leben habe. Die über 100-köpfige Crew hielt es geheim. Nach dem Tod ihres Stars und dem darauffolgenden Herzschmerz beschlossen alle Beteiligten, die Serie mit Bedauern zu beenden. Minchin hatte jedoch eine merkwürdige Nachricht. Russell hat vor kurzem eine E-Mail geschickt und gesagt:
Wir hätten nicht aufhören sollen, oder? Er glaubt, wir hätten die Show aus Schock abgesetzt. Und er hat recht. Es war so eine schöne Show und Liz war fantastisch. Am 19. April 2020, dem 9. Jahrestag ihres Todes, stellte Davies eine letzte Folge zusammen. Farewell, Sarah Jane, in der eine Trauerfeier für die Titelfigur gezeigt wird. Grace Under Fire war einer der ersten großen Erfolge von TV-Megaproduzent Chuck Lorre. In der Serie spielte Brett Butler die Rolle von Grace, einer alleinziehenden Mutter, die ihre Kinder nach einer Scheidung großzieht. Grace war eine trockene Alkoholikerin, während Butler selbst alles andere als trocken war. Dies führte zu Problemen für sie und ihrem Umfeld, was schließlich zum Ende der Serie führte. Butler wurde berüchtigt für ihr sprunghaftes Verhalten hinter der Bühne, ihr schlechtes Temperament und ihre Drogensucht, die sich gegenseitig aufschaukelten. Sie war dafür bekannt, dass sie ihre Mitarbeiter beschimpfte, was dazu führte, dass innerhalb von nur 5 Jahren 5 ausführende Produzenten und 2 Darsteller die Serie verließen. Entertainment Weekly berichtete, dass der Tiefpunkt Vegas war, ein Crossover-Event mit anderen beliebten Sitcoms. Die Produktionsteams der anderen Sendungen waren über ihr Verhalten, das die Produktion oft verzögerte, verärgert. Zu ihrem unberechenbaren Verhalten kam noch hinzu, dass sie sich wegen ihrer Schmerzmittelsucht in eine Entzugsklinik begab. Jeder Besuch stoppte die Produktion, senkte die Einschaltquoten und sorgte für noch mehr Frustration. Einer dieser Aufenthalte fand während der Hälfte von Staffel 5 statt. Da ABC mit Butlers unberechenbarem Verhalten nicht mehr zurechtkam, wurde die Serie abgesetzt. Nach Angaben der Orlando Sentinel erklärte die Produktionsfirma: Wir haben beschlossen, die Produktion zu unterbrechen, damit Brett Zeit hat, einige persönliche Probleme zu lösen. Die Produktion wurde nie wieder aufgenommen. Megan Wants a Millionaire war eine von etwa 1 Milliarde D-Promi-Dating-Shows aus den späten 2000er Jahren. Die Hauptrolle spielte die ehemalige Rock of Love-Teilnehmerin Megan Hauserman, die eine Reihe von Millionären darum kämpfen ließ, sie als Trophäenfrau zu machen. Die Sendung wurde jedoch vor dem Ende der ersten Staffel abgesetzt, nachdem einer der Kandidaten sich selbst und jemand anderen umgebracht hatte. Der betreffende Kandidat war der Immobilieninvestor Ryan Jenkins. Als er sein Verbrechen beging, war die gesamte Serie bereits im Kasten. Daher weiß man, dass er den 3. Platz erreicht hat. Nicht lange nachdem er seine Rolle in der Serie beendet hatte, heiratete er eine Frau namens Jasmine Fiorel, doch die beiden trennten sich später. Jenkins trat der Besetzung von I Love Money Staffel 3 bei. Fiorels Leiche, die von der New York Times als verstümmelt beschrieben wurde, wurde Ende April 2009 gefunden, woraufhin Jenkins nach Kanada floh, nachdem er des Mordes an ihr beschuldigt wurde. VH1 stellte Megan Wants a Millionaire umgehend ab und ließ die letzten paar Folgen ungesendet. Jenkins wurde später in einem Motel in Hope, British Columbia, tot aufgefunden, offensichtlich durch Selbstmord. Auch Staffel 3 von I Love Money wurde vorzeitig abgesetzt, ohne dass eine Folge ausgestrahlt wurde. Ellen war zu ihrer Zeit eine erfolgreiche Sitcom, aber sie wird immer für eine Sache in Erinnerung bleiben, die Welpen-Episode. Die Hauptfigur Ellen, gespielt von Ellen DeGeneres, hatte darin ihr Coming-out, nicht lange nachdem DeGeneres es selbst im wahren Leben getan hatte. Die Welpen-Episode erzielte gigantische Einschaltquoten und sorgte für enorme Publicity, markierte aber auch den Anfang vom Ende der Show. In der Folgezeit gerieten DeGeneres und ABC hinter den Kulissen aneinander. Die New York Times berichtete, dass ABC versuchte, die Anzahl der LGBTQ-Handlungsstränge einzuschränken und sogar einmal einen speziellen Zuschauerhinweis vor der Sendung setzte. DeGeneres wies darauf hin, dass Sendungen über heterosexuelle Beziehungen keine solche Warnungen enthielten. Der GLAAD-Mediendirektor Chess Bono wies gegenüber Verity auf die Gefahr hin, dass die Serie zu LGBTQ werden könnte, insbesondere nachdem dies für die Handlung wichtig wurde. Er sagte: Das ist die Hauptsendezeit. Wenn eine Serie immer wieder homosexuelle Themen behandelt, wird sie zu einer schwulen Serie. Und der durchschnittliche Zuschauer sagt: Hey, ich bin nicht schwul, ich werde mir das nicht ansehen. Die Einschaltquoten der Serie gingen zurück und es ist durchaus möglich, dass das Publikum und die Sender noch nicht ganz bereit waren. Als ob die Absetzung der Serie nicht schon Beweis genug dafür wäre, war es der Schlag, den Laura Derns Karriere einstecken musste. Dern, deren Figur Ellen zu verstehen gab, dass sie lesbisch ist, enthielt Morddrohungen. Dern erreichte ihren Karrierehöhepunkt mit Jurassic Park, aber die Reaktionen auf die Welpen-Episode führten dazu, dass sie für einen längeren Zeitraum keine Rollenangebote mehr erhielt. 2017 strahlte CBS eine Folgeserie zum Filmklassiker Training Day von Denzel Washington aus. Die Serie sollte eindeutig ein wichtiger Eckpfeiler für das Network werden. Zum Produktionsteam gehörten Antoine Fuqua, der Regisseur des Films, und Produzent Jerry Bruckheimer. Und mit Bill Paxton hatte man einen echten Star. Dennoch erzielte die Serie nur bescheidene Einschaltquoten, nicht gerade ein Kassenschlager. Dann hatte die Serie ein größeres Problem. Nach der Ausstrahlung von 4 Episoden starb Bill Paxton im Alter von 61 Jahren.
Alle 13 Episoden waren zu diesem Zeitpunkt bereits abgedreht, sodass die Produktion nicht beeinträchtigt wurde. Aber das war ein schwacher Trost angesichts des plötzlichen Todes des beliebten Stars. Viele Quellen, darunter Deadline, sagten voraus, dass Paxtons Tod eine Garantie dafür sei, dass die Serie keine weitere Staffel bekommen würde. Diese Prognose erwies sich als zutreffend. Die Einschaltquoten stiegen nach seinem Tod leicht an, bevor sie abfielen. Training Day hatte bereits einen schwachen Lauf, der ohne Paxton unmöglich wurde. Die Duggar-Familie, alle 19 Kinder und mehr, hat TLC im Laufe von 2 Shows eine Menge Geld eingebracht. Beide Shows endeten aufgrund von abrupten und erschütternden Umständen. Die erste Serie, 19 Kids and Counting, lief von 2008 bis 2015 auf dem Sender. Die Zuschauer lernten die Familie Duggar kennen. Gläubige Baptisten, die keine Geburtenkontrolle anwendeten und einen riesigen religiösen Zuhause unterrichteten Clan aufzogen. Die Sendung wurde abrupt beendet, nachdem bekannt wurde, dass Josh Duggar, einer der Söhne, über mehrere Jahre hinweg 5 Mädchen belästigt hatte. Was umso widerlicher war, als 4 von ihnen seine eigenen Schwestern waren. TLC versuchte es erneut mit dem Spin-off Counting On. Die Serie, die von 2015 bis 2020 lief, zeigte ursprünglich einige der älteren Duggar-Geschwister, bevor sie den Rest der Familie einbezog. Auch diese Serie wurde aufgrund von Josh Duggar abgesetzt. Als ob seine früheren Taten nicht schon widerlich genug wären, wird er auch nun wegen des Erwerbs und Besitz von Material über sexuellen Missbrauch von Kindern angeklagt. Auch wenn er nicht an der Show beteiligt war, waren der Name und die Publicity für alle Beteiligten, insbesondere für den Sender, zu viel, um in der Öffentlichkeit damit fertig zu werden. Die Jeremy Kyle Show war eine der am längsten laufenden Boulevard-Talkshows im Vereinigten Königreich. Wer sie nicht kennt, kann sich die Jerry Springer Show mit einer Gruppe von Leuten vorstellen, die Pommes Chips nennen. Wie es für Boulevard-Talkshows typisch ist, ging es oft kontrovers, gewalttätig und peinlich zu. Ein beliebtes Hilfsmittel in der Show war ein Lügendetektor und es war ein solcher Beitrag, der schließlich dazu führte, dass die Show abgesetzt wurde. In der ersten Maiwoche 2019 trat ein Mann namens Steve Diamond in der Jeremy Kyle Show auf, um zu beweisen, dass er seine Ex-Partnerin nicht betrogen hatte. Diamond fiel beim Lügendetektor-Test durch und Kyle machte sich über ihn lustig. Familie und Freunde berichteten, dass Diamond, bei dem bereits Depressionen diagnostiziert worden waren und der Medikamente nahm, verzweifelt und gedemütigt war. Am 9. Mai wurde Diamond in seiner Wohnung an einer Überdosis Morphium tot aufgefunden, was viele für einen Selbstmord hielten. Der Fernsehsender ITV drückte in einer Erklärung sein Mitgefühl für Diamonds Familie aus und erklärte: Angesichts der Schwere der jüngsten Ereignisse haben wir beschlossen, die Produktion der Jeremy Kyle Show einzustellen. Falls ihr oder jemand, den ihr kennt, Selbstmordgedanken hat, ruft bitte die Telefonseelsorge unter 0800 3x1 0 3x1 an.